Heute möchte ich euch zu einem nicht so erfreulichen Video begrüßen. Es geht um Arca Linux GUI, eigentlich ist ALG nur ein grafischer Installer für Arch Linux gewesen. Und wie auf deren Webseite zu lesen ist, ALG ist Disconnect und No More New ISOs. Also es wird keine neuen ISOs mehr geben. Das ist teilweise richtig. Es wird weiterhin gepflegt, nur noch die Plasma-Version von Arch Linux. Es gab hier viele Auswahlmöglichkeiten mit Plasma, GNOME, XFCE, Cinnamon und unter anderem auch verschiedene Window-Manager. ALG hat das Installieren von Arch ziemlich vereinfacht. Wenn ich hier nur mal auf die GNOME-Variante gehe, dann gab es eine GNOME Edition von Haus auf mit Nvidia Support. CAPS war schon eingebunden, Bluetooth, die MS Force. Man hat sich hier halt sehr einfach getan, ein Arch zu installieren. Gegeben hatte es die ISOs immer mit einer Standard Edition und einer sehr abgespeckten Variante. Es wird aktuell nur noch die KDE Variante gepflegt. Wenn wir dann auf Forge gehen, dann sehen wir schon, bis Juli letzten Jahres gab es noch die verschiedenen Varianten. Am 25.12.22 wurde nochmal eine KDE Mini ISO veröffentlicht. Diese soll noch gepflegt werden. Ich betone das noch ausdrücklich. Ich habe mir die ganze mal heruntergeladen, möchte das jetzt mal in der virtuellen Maschine probieren. Starten wir mal die Live ISO. So, die Live ISO ist gestartet. Dann gehen wir mal ins Startmenü, suchen uns kurz mal den Installer. Und ihr seht, hier wird Calamares gestartet. Und wir können Arch Linux über Calamares installieren. Und dass das Ganze dann wirklich ein Arch ist, mit dem Kernel 6.1.1 und mit Plasma 5.26.4. Ich bin mir nicht sicher, ob die älteren ISOs, die es noch zum Download gibt, überhaupt noch installierbar sind. Müsste man ausprobieren. Die Plasma-Version soll noch funktionieren. Ich lasse das jetzt einfach standardmäßig, wie es eingestellt ist. Vergebe hier kurz meinen Benutzernamen. Und lasse jetzt das Ganze mal installieren und schauen wir mal, ob die Installation durchläuft und starten anschließend neu, ob das Ganze noch funktioniert und updatefähig ist. Bis die Installation abgeschlossen ist, sehen wir uns kurz an. Es ist hier so gut wie nichts vorinstalliert. Firefox ist vorinstalliert, Multimedia nichts und das System eben Dolphin, die Konsole, aber so weiter auch nichts. Spektrale als Bildschirmfoto ist noch hier und das war's dann schon, das Ganze. So, die Installation ist komplett durchgelaufen. Jetzt klicke ich auf Neu starten und Plasma ist gestartet. Also das Ganze hat funktioniert. Jetzt schaue ich mal, ob ich ein Update durchführen kann mit sudo pacman -syu. Wir geben unser Passwort. Und das Update wird durchgeführt. Kernel wird auch auf 6.1.2 erneuert. So, das Update ist durchgelaufen. Eigentlich müssten wir jetzt erstmal neu starten. NeoFetch ist nach der Installation nicht mehr vorhanden. Dann installieren wir uns kurz NeoFetch. Das funktioniert auch. Hier wird uns jetzt noch der alte Kernel angezeigt. Wir hatten ja gerade gesehen, dass es auf 6.1.2 aktualisiert wurde. Also die Plasma ISO funktioniert noch. Die GNOME ISO hatte ich jetzt kurz probiert. Sie startet, ich kann den Installer starten, er läuft durch und bleibt aber dann beim Start hängen. Warum auch immer, müsste man sehen. Nur werden dann die Pakete vermutlich so alt werden, dass es sich irgendwann wirklich nicht mehr lohnt. Ich finde es schade. Aber scheinbar der Lauf der Zeit, wieder mal ein grafischer Installer für Arch, der das Ganze nicht überlebt hat. Ansonsten bleibt dir nur Arch auf den herkömmlichen Weg zu installieren. Die grafische Installation hat heute doch einiges abgenommen. Was soll's, vielleicht taucht irgendwann ein neuer auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.